Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr seht, Odin kocht. Ja, ich habe schon was aufgenommen, habe festgestellt, Mikrofon war aus. Also, ab jetzt. Ich habe nur die Produkte vorgestellt. Also ihr sagt halt, dass wir Mini-Maultaschen mit Bacon machen wollen. Hat 2679 Kilokalorien. 640 Kilokalorien, soll nur 15 Minuten dauern. Wir haben die ganzen Zutaten uns angeguckt. Die werden wir auch gleich nochmal machen. Die Maultaschen, die Mini-Maultaschen, ist ein vegetarisches Gericht. Also ist kein Fleisch mit bei. Das ist auch so ein, irgend so ein Ersatz dann in den Maultaschen drinne. Die soll ich jetzt hier anbraten mit ein bisschen Öl. Also 2 Esslöffel Öl soll ich nehmen. Ich habe einfach frische Schnauze gemacht, also nicht viel. Ja. Eigentlich reicht eine Pfanne, ich mache es aber mit 2 Pfannen, dass ich dann praktisch die in der Pfanne hier, die werdet ihr gleich sehen, weitermache. Weil dann können da nicht mit Öl noch abtropfen, dann wird da nicht mehr zu viel Öl gekocht. Weil so müsste ich das jetzt in die Pfanne mit dem Öl reinmachen alles, weiter und so. Und pff, ist ja Quatsch, machen wir das halt so. So, wie gesagt, die Mini-Maultaschen kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Wir haben noch Kresse mit bei, was wir benutzen. Wir haben Kochsahne. Wir haben, was ist hier drin? Lauch und Champignons. Das ist so eine Box von HelloFresh. So, dann Bacon in Streifen. Da hatte ich erst den falschen rausgesucht. Ich hatte den ohne, den normalen rausgesucht. Dann Petersilie und Schnittlauch schon portioniert, Gewürze und Nüsse, die sollen wir fein mahlen. So, also erstmal anbraten oder erhitzen, bis sie riechen, und dann sollen wir sie ein bisschen klein hacken. Ich habe dafür mir hier die Schüssel genommen, die wir, also die habe ich ja bei Penny gekauft für Punkte, also 2,99 oder was ich bezahlt habe für 2 Schüsseln, dafür, dass ich 50 Punkte abgegeben habe oder so. Und die Punkte kriegst du dann halt für Einkaufen, wenn du da 5 Euro einkaufst, für 5 Euro oder 6 Euro einkaufst, kriegst du einen Punkt. Und da ich da meinen Katzenstreu immer hole und meine Mutter da einkaufen ist, haben wir die Punkte eigentlich gut zusammengekriegt. Habe auch ein paar Teller gekauft noch, falls ihr das Odin was shoppen nicht gesehen habt. Leider ist etwas schief gelaufen. Ach, Amazon halt's Maul. So. Und die erfüllen halt ihren Dienst. So, jetzt mal, ich muss hier gerade alles einzeln um. Warte mal, ich mache euch mal nach unten. Na, der ist ein bisschen zu kräftig. So. Die sollen jetzt halt ein bisschen, mit ein bisschen Öl sollen die ein bisschen anbraten. So, die Nüsse. Nein, muss ich mal was anderes nehmen. Wo ist denn hier? Ach, hier. Oh, hier. Wie ist mein ganzes Kochzeug weg? So, die riechen schon. Also. Schmecken die jetzt auch anders? Hm? Oh. So, jetzt lassen wir die mal hier auch noch. Vorsichtig hin dümpeln. Deckel drauf.
So. Machen wir mal so, geht einfacher und schneller. So. Na komm, du auch noch. So, sieht aber sehr gut aus. Oh, das riecht gut. So, die würde ich sagen, die sind jetzt auch fertig. So, die sollen jetzt abkühlen. So. Pinguinnüsse ohne Fett, Zugabe rösten, haben wir gemacht, bis sie duften, haben wir auch gemacht, dann aus der Pfanne nehmen, kurz abkühlen lassen und grob hacken. Ja, kurz abkühlen lassen, braucht noch ein bisschen. Kräuter fein hacken. Okay, also die Kräuter fein hacken. Dann kann ich das ja hier hinten vorne schon mal ausmachen. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich nehme dann die Pfanne und schiebe die dann da hinten einfach rüber gleich. So. Also ich bin das nicht gewöhnt. Also normalerweise kocht meine Frau nach dem Rezept von HelloFresh. So, dann brauche ich mal messermäßig. So, nee, das ist der falsche. Das nehmen wir. So, die sind jetzt fertig. Können wir runternehmen. So, die kommen dann hier oben hin. So. Machen wir erstmal Petersilie hacken und Lauch und das alles. Ich mache mir das halt nur so ein bisschen. Ja. Meine Frau kann das definitiv besser als ich.
So. Sieht doch ganz gut aus, würde ich jetzt mal so behaupten. So. Bacon in Pfanne geben und 3 Minuten anbraten. So. Jetzt nehmen wir den Bacon. Ist der noch an? Der ist noch an. Hm, komm doch her hier. Wo sind da denn die Streifen? Da, einmal. Dreimal. Dreimal. Viermal. Hier nochmal die Resthitze benutzen. Champignons und Lauch dazugeben, also da gleich Maultaschen mit Sahne und 50 Milliliter, 75 Milliliter, 100 Milliliter, 2 Personen. Ja, was denn jetzt hier? Ablöschen. Gewürzmischung zugeben und aufkochen lassen bis Soße und Gemüse. Okay. Die Maultasche müssen wir gleich dann hier reinmachen und das Ganze dann mit Sahne und so abkochen. Oh, der Speck sieht sehr gut aus. Ich könnte jetzt schon anfangen zu fressen hier, ey. Wo ich mich aber frage, wenn ich hier Speck drin mache, das sind doch vegetarische Maultaschen, was ich ausgewählt hatte. Mini-Maultaschen mit Bacon und Käse. Achso, nee, nur die Maultaschen sind vegetarisch. Alter, da hätten sie ja auch, also bitte. Hätte man das ja auch nicht machen müssen. So. Also der soll wohl 3 Minuten drinnen bleiben, aber ich mach das nicht so lange. So, dann machen wir das hier dahin. Hier waren das 50 Milliliter.
Milliliter. Ich habe ja gar nichts, was hier 50 Milliliter anzeigt. Nimm mal so weit. Speck sieht schon verdammt gut aus. Ja. Ein Stück mal kosten und ja. Oh, der ist wirklich. Der ist gut. Der ist verdammt gut. Der ist mir ein bisschen zu dunkel geworden hier. Darf meine Frau nicht sehen. Die mag das nicht, wenn es zu dunkel ist. So, dann guck mal, was da an Öl noch drin ist, was wir dadurch weglassen. Muss ich das hier nur irgendwie hier hinten hin? So, dann. So, jetzt haben wir den Bacon, jetzt sollen die Champignons und Lauch, Gewürzmischung, Gemüse. Die Gewürzmischung ist da das andere. Mixkräuter, wann kommen die Kräuter denn da rein? Gehackte Kräuter und Soße in Soße geben, mit Salz, Pfeffer abschmecken. Ah, okay. So, Bacon haben wir drinnen. Champignons und Lauch noch dazu geben. So. Werde ich ein bisschen Ordnung noch machen. So. Ups. Ich soll jetzt auch noch mal 3 Minuten in etwa. Ja, jetzt sind mir die Maultaschen doch ein bisschen zu dunkel geworden. So.
Und die Nüsse, wann soll ich die machen? Auf Teller mit gehackten Pikanüssen und Kresse. Ach so, die Kresse und so kommt dann erst auf den Teller. Na gut, und die Nüsse. Dann reicht es, wenn ich die Nüsse später klein mache. Riecht aber auch lecker, muss ich sagen. Meine Minimaustasche kosten. Ich hätte die nicht so lange machen müssen. Aber die werden ja auch durch die Soße und so werden sie auch noch mal ein bisschen weicher wieder. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wann die 3 Minuten vorbei sind. Aber ich denke mal, da müssen wir nicht so genau nach Zeit gehen. So. Den lasse ich jetzt noch kurz brutzeln. Die Kräuter, die ich gehackt habe. Ja, geht schon. So, was sagt der Zettel jetzt? Wir haben die Champignons und Lauch, 3 Minuten, jo. Maultasche mit Sahne und 50 Milliliter Wasser ablösen. Gewürzmischung zugeben, aufkochen lassen, bis die Soße ein bisschen eingedickt und Gemüse weich ist. Okay. Da ein Bupsel und auf der anderen Seite minimal. Dann kriegt er nämlich hier Luft und kann dadurch vernünftig gießen. So. Können wir ja noch, wenn wir sparsam sind. Ja. Warum jetzt noch Wasser dazu geben? Ja, wir machen jetzt hier einfach so, das Wasser hier mit rein und kriegen den letzten Rest Sahne halt auch noch weg. So. Einmal durchrühren. So, dann und Gewürzmischung, die weich ist, was hat ablöschen, Gewürzmischung zugeben, Gewürzmischung ist hier. Hier haben wir da was zum Abmachen. Wollte nicht schneiden. Na?
Ah ja. Ist denn hier... Wie hat sich das denn jetzt hier wieder zugemacht? Schneide ich doch. So. Jetzt aber. So, hier auch nochmal Wasser rein. Ja. Dass wir nichts von der Würzmischung verschwenden. Jetzt sollen wir das eindicken lassen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon koche. Also das müssen schon über 15 Minuten sein. Aber nur ich, naja, ich bin halt nicht geübt dran. Wird noch besser. Beim nächsten Mal. Lass ich mir von Frau hier nochmal beraten und erklären, auf was ich achten muss. So. Ja, das ist nichts angebraten. So, gucken, was mein Handy sagt. Habe ich irgendwas? Achso, mein... So, was haben wir denn hier? Kundennummer, alles aktuell, Rechnung. Das habe ich auch so einen Spam-Scheiß. Naja. Schlimm mit den Spams momentan. Bei welchen Banken ich alle bin neuerdings. Ich habe so viel Zeug gekriegt, Sparkasse, Raiffeisenbank, Postbank, was waren da noch? Ach Gott, da waren so viele Banken mit bei und so ausländische Banken. Ich wusste ja nicht, dass ich so viele Konten habe. Naja, das YouTube-Money muss ja irgendwo hin. So, jetzt sieht es ganz gut aus, das ist angedickt, würde ich jetzt sagen. So lassen wir das. So, dann Gemüse weich ist, gehackte Kräuter und zur Soße geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Gehackte Kräuter, das sind die hier. Die sollen wir dazugeben. Pfeffer. Und Salz. Abschmecken. So. Dann machen wir das mal dazu. So, haben wir. Dann brauche ich noch einen Löffel. Ich bin nicht mal so gewöhnt, dass hier mein Löffel ist, aber der ist jetzt auf der anderen Seite, seit die Küche neu gemacht ist. Oh, sieht aber lecker aus. Und das meine ich nicht ironisch.
Ich könnte doch noch ein bisschen Wasser zusätzlich machen. Ich habe es ein bisschen zu lange köcheln lassen. Wir wollen zwar dickflüssig haben, aber halt, wir wollen was haben, was dickflüssig ist und nicht, dass es nur überall dran klebt und nichts davon da ist. Ich finde das ohne Salz und Pfeffer ja eigentlich schon mal ja nicht so schlecht. So, Salz. Das ist mehr Salz, müssen wir aufpassen. So, ein bisschen Pfeffer. Reicht doch schon aus. Jetzt ist die Soße schon wieder weg hier. Mal ein bisschen mehr. Ich habe die Platte zu hoch eingestellt. So. Ah, ein bisschen noch. Muss ich echt sagen, für so eine kleine Speise und ruckzuck schmeckt's lecker. Oh, Mist. Und ich bin ja auch nicht so der Pilzfreund. Aber hier in der Zusammensetzung schmeckt es echt gut. So, ich muss das jetzt noch ein bisschen einkochen lassen hier. Damit das wieder ein bisschen dickflüssig war. Jetzt war ein bisschen viel Wasser. Aber es sieht sehr lecker aus. So, Kräuter. Gehackte Kräuter. In Soße geben. Mit Salz, Pfeffer abschmecken. Kresse abschneiden. Mini-Maultaschen auf Teller verteilen, mit gehackten Pikanüssen und Kresse bestreuen. Okay. Ja, würde ich sagen, jetzt sieht es okay aus. Nochmal abschmecken. Super. So. Dann jetzt den Herd aus. Dann brauchen wir jetzt Teller. Pikanüsse habe ich ja noch gar nicht gemacht. Dann mache ich mal lieber nicht so viele. Ich weiß nicht, wie Josie das mag. Nicht so was zum. Was anderes habe ich leider nicht.
Ah, habe ich da gut hingekriegt. Sehr gut aus. So. Jetzt kommt ein Abwasch. Brauchen wir die Kresse. Was ich euch auch empfehlen kann, eine schöne Butterstulle mit ein bisschen Kresse oben drauf, schmeckt auch lecker. Ganz einfach. Einfach eine Butterstulle, ein bisschen Kresse oben drauf. So. Muss ein Abwasch, bin ich doof. So. Ich mache jetzt einen Teller für mich, wo alles drauf ist und also mit Nüssen und Kresse. Bei Josie mache ich das nicht, da muss ich selber gucken, wie viel sie haben will, ob sie was haben will. Weil ich kann da ja nicht schlecht bestimmen. Muss er. Ist ja auch Quatsch. Na komm noch, wo ist denn hier? Und Josie mag ja Pilze. Von daher wird das eigentlich, denke ich mal, ganz gut sein für sie. Würde sie sich darüber freuen. Ein bisschen Soße bräuchte ich auch. Weil sie hat sich noch nicht geäußert. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Auch in Abwasch. So. Also bei mir sieht es auf jeden Fall dunkler aus als auf dem Bild. Ja, weil ich so lange braten lassen habe. Bei mir sind zu viel Röstarome drin. Durch die Nudeln, also die Maultaschen und den Speck, weil ich mag das halt mehr dunkler. Also bei mir sieht es nicht so aus. Bei mir sieht's, wartet. So, die Nüsse rüber. Und ein bisschen Kresse. Wo habe ich denn die Schere jetzt wieder hingepackt? Ach, ich habe sie doch. Ach, da. Ein bisschen wenig, na, kann doch ein bisschen mehr Kresse rüber. So. Ist denn das überhaupt für ein Papier, wo das drauf ist? Ach, so eine Art Styropor oder so? Nee. Normales Papier? Nee, keine Ahnung. So. Anstatt hell ist bei mir dunkler geworden. Und bei mir sieht es so aus. Bevor wir hochgehen, einmal Probe.
Maultaschen sind gut geworden. Pilze auch durch. Die Soße ist auch lecker. Maultaschen mit Soße. Ja, also ist definitiv okay. Kann man essen und schmeckt. So. Oh, das braucht ja noch. Dann würde ich sagen, das wart jetzt. Ich muss jetzt die Teller hochschleppen. Und dann werden wir jetzt gleich Mittag essen. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, am Anfang hatte ich das Mikrofon nicht an. Beim nächsten Mal wird es besser. Sonntag koche ich nochmal. Heute ist nur ausnahmsweise, weil Frauchen ein paar Termine in Berlin hat. Und überweisen muss, weil hier kann sie nicht überweisen. Weil ihre Bank mit der gleichen Bank hier nicht zusammenarbeitet. Egal. Oh, der Akku ist auch fast leer. Muss ich mich beeilen, nicht, dass die Datei wieder defekt ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.